I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 16. Dezember 2023. Schönen guten Morgen. Wir haben viel zu tun. Fangen wir an mit Handball. Bei der Weltmeisterschaft haben die deutschen Handballerinnen gegen die Czech Republic gewonnen und das Spiel um Platz 5 erreicht. Da geht es jetzt gegen die Niederlande am morgigen Sonntag. Die Finalpaarung steht auch. Norwegen gewinnt nach Verlängerung gegen Dänemark und trifft im Finale auf Frankreich. Die haben sich gegen Schweden durchgesetzt. Das heißt um Platz 3 logischerweise dann Schweden gegen Dänemark, all das auch am Sonntag. Und es heißt aber auch für die Olympia-Qualifikation, Frankreich ist ja bereits qualifiziert als Gastgeber. Norwegen, der Finalgegner, ist bereits qualifiziert als Weltmeister. Und dann ist Norwegen, als Europameister, Verzeihung, Weltmeister ist es noch nicht. Aber da jetzt Norwegen sich entweder als Weltmeister oder als WM-Finalist qualifizieren wird, weil ein Startplatz geht hier weg aus dem WM-Finale, wird Dänemark als Vize-Europameister nachrutschen. Zu Olympia. Verstanden? Egal. So, morgen mehr dazu. Dann gucken wir auf die Darts-Weltmeisterschaft. Da gab es den Auftakttag und da hat sich Michael Smith schwer getan gegen Kevin Dutz. Der hat nämlich in der ersten Runde gegen Stover Bunce gewonnen und dann hat er Michael Smith ja auch sehr bedrängt über 5 Sätze getrieben. Am Ende gewinnt aber Smith dann doch noch der Titelverteidiger. Also eine Runde weiter. Simon Whitlock ist eine Runde weiter und Cameron Menzies aus Schottland. Von dem habe ich auch vorher nichts gehört gehabt. Heute geht es weiter mit 2 Sessions. Der Nachmittag beginnt um 13:30 Uhr, unter anderem mit Dave Chisnall gegen Cameron Menzies. Da kann man ihn dann gleich nochmal kennenlernen. Und die Abendsession beginnt dann um 20 Uhr mit unter anderem Gary Anderson gegen Simon Whitlock. Das ist dann durchaus schon sehr hochkarätig. Jeweils 4 Spiele pro Session zu sehen, wie immer auf The Zone und auf Sport 1. Wenn ihr Lust habt, schaut dort doch gerne mal vorbei. Und bei der FIFA Club WM, ich hatte gesagt, die Ergebnisse haue ich euch trotzdem durch. Al-Ali Kairo gewinnt gegen Al-Ittihad, steht im Halbfinale jetzt gegen Fluminense, den Copa Libertadores-Sieger. Und die Urawa Red Diamonds aus Japan schlagen Leon aus Mexiko und treffen jetzt auf Manchester City, den Champions League-Sieger im Halbfinale. Das gibt es dann aber erst nächste Woche, das jeweilige Halbfinale. So, das war alles, was ich weltmeisterlich zu bieten hatte. Dann gucken wir ganz kurz auf den Wintersport vom... Nee, Quatsch, machen wir erst den Fußballblock zu Ende. Komm, das ist mir sonst zu durcheinander. Und zwar gibt es Conference League und Europa League von Donnerstagabend noch. Da rasen wir jetzt wirklich durch die Gruppen mal ganz kurz durch. Freiburg verliert in West Ham, das ist vielleicht wichtig. Damit sind sie nur Gruppenzweiter und müssen in die Playoff-Runde der Europa League. West Ham gewinnt die Gruppe. Ansonsten Brighton Gruppensieger vor Olympique Marseille. Die Glasgow Rangers gewinnen ein ganz wildes Spiel bei Real Betis Sevilla. Ziehen damit noch vorbei, stoßen Real Betis raus aus der Europa League. Die können jetzt noch Conference League Playoffs spielen. Aber die Rangers gewinnen die Gruppe noch vor Sparta Prag und sind schon im Achtelfinale der Europa League. Ajax Amsterdam übrigens schafft gegen AEK Athen einen Sieg und schiebt damit Athen raus aus dem internationalen Geschäft und geht selber zumindest noch in die Conference League Playoffs. Da treffen sie unter anderem vielleicht, nee, das tun sie jetzt nicht direkt, aber sie können später noch auf Olympiakos treffen. Die sind dann nämlich auch dabei. Sturm Graz hat es gerade noch geschafft über die Tordifferenz in die Europa, in die Conference League Playoffs. Atalanta gewinnt deren Gruppe. Sporting Lissabon Zweiter. Liverpool gewinnt seine Gruppe vor Toulouse. Union Saint-Gilloise geht in die Conference League. Villarreal gewinnt seine Gruppe mit einem Sieg in Rennes, damit Villarreal direkt im Achtelfinale. Maccabi Haifa gewinnt bei Panathinaikos und geht noch in die Conference League Playoffs. Die AS Roma schlägt Sheriff und ist damit Gruppenzweiter hinter Slavia Prag in der Europa League. Servette Genf geht in die Conference League und Leverkusen schafft den Durchmarsch 18 Punkte aus 6 Spielen. Das ist also die bestmögliche Ausbeute. Damit außerdem auch weiterhin den Titel verteidigt des Unofficial World Club Champion. Der Titel ist schon seit längerer Zeit in Leverkusen und gegen Molde gab es auch ein Schützenfest. Da war nichts zu holen für die Norweger. Karabakh Aktam aus der Gruppe als Zweiter weiter in die Playoffs und Molde geht immerhin noch in die Conference League Playoffs. Und in der Conference League gucken wir auch kurz drauf. Da haben sich für die nächste Runde qualifiziert Lille und Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv und Gent. Also nächste Runde inklusive Playoffs natürlich. Viktoria Pilsen vor Dynamo Zagreb, Club Brügge vor Bodø Glimt, Aston Villa vor Legia Warschau, Florenz vor Ferenc Varos Budapest, PAOK vor Eintracht Frankfurt, das wussten wir ja schon, und Fenerbahce vor Ludogorets. Das war aber die engste Gruppe, denn wir haben am Schluss Fenerbahce 12 Punkte, Ludogorets 12 Punkte, Nordschelland 10 Punkte. Nordschelland hatte ja gegen Ludogorets 7:1 mal gewonnen. Ist egal, nutzt nichts. Jetzt sind sie ganz raus, weil aus der Conference League kommst du ja nicht mehr weiter in die Europa League. So, das ist also das wilde Programm. Es gab übrigens noch ein Team, was die maximale Punktausbeute geholt hat, Viktoria Pilsen. Die haben auch alle 6 Spiele gewonnen in der Gruppenphase. Glückwunsch auch dazu. Auslosungen dann am Montag. Kommen wir am Montagsfrühsport nochmal näher drauf.
So, das waren noch Restergebnisse vom Donnerstag. Dann apropos Donnerstag, da kann ich noch sagen, dass wir die Pokalhalbfinals im Volleyball der Frauen hatten. Da stehen jetzt im Endspiel sich Stuttgart und Potsdam gegenüber. Und in der Europa League, in der Euroleague im Basketball gab es Niederlagen für Bayern München und für Alba. Also das Übliche, kann man glaube ich sagen. Das war so das Gröbste vom Donnerstag. Dann gucken wir nochmal auf den Freitag, also gestern. Da gab es eine Menge Fußballspiele. Ich will jetzt aber nicht auf die Ergebnisse näher eingehen. Das machen wir alles dann Montag, Dienstag in den Liga-Rückblicken. Es wurde in der deutschen Eishockey-Liga gespielt. Das lohnt es vielleicht mal kurz anzusprechen. Denn da. Achso, nee, ich glaube, lass kommen. Es ist mir gerade so durcheinander. Ich habe ein Problemchen hier gerade. Das habe ich eingangs gesagt. Nee, mein Laptop ist hier heute verdengelt und ich musste mir ein bisschen Alternativwelt hier aufbauen. Das ist nicht das System, von dem ich sonst immer meine Informationen hole. Denn da komme ich momentan nicht ran. Da muss ich mal gucken, ob ich noch was retten kann. Momentan habe ich hier wirklich nur so ein Notprogramm laufen. Und deswegen ist alles gerade noch durcheinanderer als sonst. Tut mir ein bisschen leid. Machen wir erstmal den Fußballblock fertig. Eins nach dem anderen. Nicht in Hektik verfallen. Fußball vom Tage. Da haben wir einmal in der zweiten Bundesliga um 13 Uhr Magdeburg-Düsseldorf, dann Nürnberg gegen HSV und Hertha BSC gegen Osnabrück. Sky Bundesliga live dabei. 20:30 Uhr, dann noch Kiel gegen Hannover. Das gibt es auch live auf Sport 1. Dann startet die dritte Bundesliga um 14 Uhr. Wir machen es ein bisschen chronologisch. Da gibt es die Konferenz auf Magenta Sport aus allen Spielen. Damit muss man eigentlich auch kein Einzelspiel mehr gucken. Es gibt wieder Einzelspiele natürlich. Und zwar gibt es, Moment, muss ich gucken, weil das ist jetzt alles gerade weg. Das ist normalerweise immer an einem Ort, aber gerade nicht. Ach, da haben wir Waldhof Mannheim gegen Erzgebirge Aue im SWR und im MDR und wir haben Saarbrücken gegen Jahn Regensburg im Bayerischen Rundfunk und im Saarländischen Rundfunk, wer das sehen möchte. Dazu kommen noch Verl gegen Ulm, dazu kommt noch Ingolstadt Sandhausen und es kommt Borussia Dortmund 2 gegen Halle in der Konferenz auf Magenta Sport und Magenta Sport Sport. 16:30 Topspiel, naja, Topspiel. Einzelspiel, sagen wir mal, Unterhaching gegen Preußen Münster auf Magenta Sport. So. Bundesliga 15:30 bei Sky. Bundesliga mit 4 Spielen. Mainz-Heidenheim, Augsburg-Dortmund, Darmstadt-Wolfsburg und Bochum gegen Union. Also da ist die untere Tabellenregion tatsächlich sehr aktiv und Dortmund. Und um 18:30 dann Leipzig gegen Hoffenheim. Der Plastiko wird wieder ausgespielt live auf Sky Bundesliga. So, dann gibt es aus der Frauen-Bundesliga Köln gegen Essen und Freiburg-Frankfurt. Das erste um 12, das andere um 2. Beide Spiele auf DAZN und beide Spiele auf Magenta Sport. Premier League. Gucken wir mal drauf, gibt es was besonders Herausragendes heute? Ich glaube nicht. Da war gut, Chelsea spielt um 4 gegen Sheffield, Manchester City spielt gegen Crystal Palace auch um 4. 18:30 Burnley Everton, alles auf Sky Premier League zu sehen. Frankreich gibt es heute um 9 Lens gegen Reims auf DAZN. Italien gibt uns um 18 Uhr Napoli gegen Cagliari auf DAZN. Spanien mit Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid um 16:15 Uhr. Dann gibt es auch noch um 21 Uhr Valencia gegen Barcelona. Alles das auch auf DAZN natürlich zu sehen. Aber jo, so der ganz große Kracher fehlt da heute überall. Muss man fairerweise sagen. Die NHL mit einem, jetzt Fußball-Cut. Kommt gleich nochmal im Adventskalender. Die NHL mit einem Spiel heute zur vernünftigen Zeit. 20 Uhr Minnesota Wild empfängt die Vancouver Canucks live auf Sky. Canucks heißt Canucks? 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 Ich glaube Canucks. Ich weiß es nicht. Haha, wer weiß, wie man es ausspricht, schreibe das in die Kommentare gerne rein. Ich bin gespannt, wie ihr es schreibt. Also, das Spiel gibt es auf Sky Sport heute zu sehen. Die Deutsche Eishockey-Liga hat gestern gespielt und zwar wie folgt: Die Eisbären Berlin bleiben vorne, gewinnen nämlich auch in Iserlohn. Jetzt 55 Punkte. Die Fishtown Penguins, Zweiter nach ihrem Sieg in Augsburg, jetzt 53 Punkte. Straubing hat nämlich verloren, 0:3 bei den Kölner Haien und rutscht dadurch runter auf Platz 3 und die Kölner Haie damit auch schon auf Platz 4 mit 47 Punkten. So, und am Tabellenende, da haben wir Iserlohn wieder verloren, hinter Augsburg wieder verloren und Düsseldorf auch wieder verloren. Ist, wie es ist. Handball, Frauen-WM hatten wir schon. In der Handball-Bundesliga hatte THW Kiel gewonnen in Eisenach und sich damit in der Tabelle wieder ein bisschen weiter nach oben orientieren können. Die versuchen immer noch irgendwie Meister zu werden. Heute gibt es 5 Spiele aus der HBL. 18:30 Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. 19 Uhr Wetzlar-Melsungen und Lemgo gegen Berlin. 20:30 Göppingen gegen Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg gegen Balingen-Wallstätten. Alles auf Dein Sports zu sehen. Die Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt daher auf Sport 1 mit Potsdam gegen den Dresdner SC. Das sind die Potsdamerinnen, die gerade jetzt ins Pokalendspiel eingezogen sind. Ich hatte es vorhin gesagt.
Könnt ihr auf Sport 1 im Free TV gucken. 17 Uhr geht's los. Dann haben wir die NFL heute am Start mit einem Triple Header. 19 Uhr die Cincinnati Bengals zu Hause gegen die Minnesota Vikings. Dann um 22.30 Uhr empfangen die Colts die Steelers. Und dann gibt es noch ein Nachtspiel um 2.15 Uhr, die Detroit Lions gegen die Denver Broncos. Alle sechs Mannschaften, die da spielen, kämpfen noch um die Playoffs. Das kann also ganz interessant werden. Weder DAZN noch RTL überträgt es. Die Rechte liegen exklusiv beim NFL Network. Und jetzt kommt die ganz große Grauzone. Das Network kann man ja sehen. Zum Beispiel auch auf RAN.de, meine ich, wird es gestreamt. Man kann es aber auf DAZN auf jeden Fall gucken per Stream. Und ich bin nicht 100% sicher, ob diese Spiele geblockt sind. Ich habe mir da vielfachen Rat eingeholt und man hat mir gesagt, diese Spiele sind nicht geblockt. Die werden laufen auf dem NFL Network. Dann können wir so gucken. Dann werde ich da auch mal ab 19 Uhr vorbeischauen, ob es läuft. Würde mich sehr freuen. Also guckt gerne vorbei dort. Aber haut mich nicht, wenn es dann doch nicht läuft. Es kann sein, dass es vielleicht doch irgendwie noch... Ich glaube es aber nicht. Ich vertraue da wirklich meinen Quellen eigentlich. Also sagen wir, zu 98% müsste es eigentlich funktionieren. Morgen sind wir schlauer. So, dann haben wir noch Wintersport. Winter, habe ich Winter gesagt? Ja, Winter. Wintersport. Liebe Kinder, es gibt noch Wintersport. Achso, apropos NFL, wollte noch erwähnen, dass die Las Vegas Raiders einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt haben. Die haben 63 Punkte gemacht. Das gab es vorher noch nie. Gegen die Los Angeles Chargers. Ganz wildes Spiel gewesen für die Raiders. Wir haben die vor 4 Tagen noch 0-3 gegen Minnesota gespielt. Wir hatten es davon. Und jetzt gewinnen sie 63-21. Das ist schon happig. Borussia Düsseldorf gewinnt in der Tischtennis Champions League gegen Sporting Lissabon. Und dann kommen wir zum Wintersport. Super-G der Männer gestern in Gröden. Sieg für Vincent Kriechmeier aus Österreich. Bester Deutscher Dresden auf der 18. Nicht so berauschend. Im Sprint der Männer in Trondheim im Langlauf. 5 Norweger im Finale der besten 6. Dazu auch noch ein Franzose mit Chavanat. Der wird immerhin Zweiter. Aber Klabo gewinnt das Ding. Die Deutschen unter Ferner Liefensosau schafften es ein Viertelfinale. Aber dann war für ihn auch da Schluss. Und bei den Frauen Norwegen vor 2x Schweden. Schiestad gewinnt vor Swan und Ribom. Und Viktoria Karl schafft einen tollen 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann gab es noch Biathlon-Sprint der Männer und da freuen wir uns mit Benedikt Doll, der hat das Ding nämlich gewonnen. Und es hört nicht auf, Navrat 3., Horn 4., Kühn 6. Wow, 4 Deutsche unter den Top 6, das ist doch mal ein Ergebnis. Das heißt aber, heute sind die Verfolgungsrennen, dann müssen sie alle gleich wieder ran, von der Spitze weg und von den Plätzen, die sie jetzt da ergattern konnten. Das wird auf jeden Fall eine interessante Nummer, glaube ich. Und generell gibt es heute wieder einen Riesenbogen an Wintersport. Es wird nordisch kombiniert in Ramsau. Achso, guck mal hier, vergessen zu sagen, da gab es nämlich auch noch was, einen Podestplatz nämlich für Manuel Feist, der ist nämlich 3. geworden bei den Männern gestern. So ist es. Heute gibt es einen weiteren Wettkampf, dann gibt es den nordischen Kombination der Frauen in Ramsau auch. Es gibt wieder Bobfahren in Innsbruck, es gibt Snowboard Cross in Cervinia, es gibt Ski-Alpin-Abfahrt der Frauen in Val d'Isère. In Whistler Mountain wird gerodelt, in Trondheim wird wieder langgelaufen, und zwar Skiathlon, es gibt eine Abfahrt der Männer in Gröden wieder, Skispringen in Engelberg mit den Frauen, Freestyle-Ski gibt es noch in Alpe d'Huez, es gibt Skispringen der Männer in Engelberg, Snowboard parallel, Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo, also es ist, und Biathlon-Verfolgung habe ich schon gesagt, also ganz wildes Programm. Eurosport 1 und 2 ist am Start, auch das ZDF ist am Start, sportstudio.de. Viele, viele, viele Streams und im linearen Fernsehen könnt ihr auch von morgens bis abends gucken. Schaut euch einfach das raus, was euch interessiert. Die Wintersportfreunde werden an dem heutigen Tag definitiv nicht klagen können über Beschäftigungsmangel, weil da gibt es wirklich so viel zum Gucken. Da ist bestimmt für euch auch was dabei. So, wenn ich jetzt noch irgendwo ab und zu dabei, wenn jetzt irgendwas hier nicht dabei war, tut es mir leid, dann habe ich es vergessen, aber ich mache jetzt Adventskalender und dann sind wir raus hier, weil dann reicht es auch wirklich. Dann haben wir genug hier durchgeklopft. Es geht heute mal wieder um Fußball und zwar um ganz, ganz tiefen Amateurfußball. Wir reden hier über den 21. Mai 2011. Das ist der Tag, um den es mir heute hier gehen soll. Und es geht um das Fußballspiel Wormatia Worms gegen Darmstadt 98. Zwei Namen, die zu diesem Zeitpunkt 2011, beide unter der Rubrik firmierten, das waren mal Mannschaften im Profifußball und spielen jetzt in der Regionalliga, damals die 4. Liga. Darmstadt war ja auf seiner Reise durch die Ligen dann in der 4. Liga angekommen, ist ja jahrelang oder jahrzehntelang sogar zwischen der 3. und der 4. Liga im Hin und Her gependelt, jetzt war man wieder viertklassig. Und es war eine Saison, in der Darmstadt gespielt hat in dieser Regionalliga Süd
Unter anderem mit Spielvereinigung Greuther Fürth 2, TSG Hoffenheim 2, SC Freiburg 2, Eintracht Frankfurt 2, FSV Frankfurt 2, Karlsruher SC 2, 1860 München 2, Nürnberg 2 und Wien Wiesbaden 2. Also schlimmer geht's kaum. Ich glaube, damals waren es sogar, was damals schon Wien Wiesbaden? Bin ich mir gar nicht so sicher. Das war schon heftig. Also wirklich die halbe Liga voll mit Zweitvertretung. Dazu kamen dann noch lokale Größen wie Groß Aspach, Pfullendorf und Memmingen. Und mittendrin eben auch die Wormatia aus Worms. Nicht weit weg von Darmstadt gelegen, muss man dazu sagen. Also hat schon Lokalcharakter gehabt. Es gab nochmal Ulm und Weiden in dieser Liga. Die waren aber inzwischen dann beide zurückgezogen und Zwangsabstieg festgelegt. Das heißt aber auch, dass deren Spiele aus der Wertung gingen. Und damit war auch klar, es gab in den letzten Wochen ständig Freilose für irgendwelche Mannschaften, die dann sonst gegen Ulm oder Weiden gespielt hätten. Also die Tabelle hing total schief. War nicht unüblich, dass da zwei Spiele unterschiedlich ausgetragen waren. Das hat es zusätzlich schwerer gemacht. Darmstadt war die Saison dann in einem Dreikampf gewesen mit den Stuttgarter Kickers und Kassel um den Aufstieg. Und das Spiel, um das es mir heute geht, ist am vorletzten Spieltag dieser Liga stattgefunden. Zu dem Zeitpunkt war dann Kassel raus. Die hatten verloren am vorvorletzten Spieltag, hatten dann nochmal spielfrei. Und es war klar, die können da oben nicht mehr mit reinrutschen. Und damit beschränkte es sich auf das Duell Darmstadt gegen die Stuttgarter Kickers. Darmstadt 56 Punkte, Stuttgarter Kickers 54 Punkte. Und da ging es dann in den vorletzten Spieltag rein. Und an diesem vorletzten Spieltag, da war auch schnell klar, schon zur Halbzeit, die Spiele waren zeitgleich, führen die Stuttgarter Kickers beim FSV Frankfurt 2. Und an dem Zeitpunkt stand es in Worms noch gegen Darmstadt 0-0. Das war ein heißer Tag, das weiß ich noch. Sonne brannte runter auf den Sportplatz in Worms. Nettes kleines Stadion natürlich. Und es war klar, wenn das hier unentschieden steht, dann gehen wir punktgleich ins letzte Spiel. Und die Stuttgarter Kickers haben das bessere Torverhältnis. Das war vorher auch klar. Zu dem Zeitpunkt dann hatten beide Mannschaften 57 Punkte, wenn ich mich nicht verrechne gerade. Und genau. Und die Stuttgarter Kickers hatten ein Torverhältnis, was fast 10 Tore besser war. Es war klar, Darmstadt muss eigentlich gewinnen, damit man es aus eigener Kraft dann im letzten Spiel gegen Memmingen schaffen kann. Und dann passiert es aber kurz nach der Halbzeit, 48. Minute, Worms geht 1-0 in Führung. Und das ist natürlich der Super-GAU. 5.000 Zuschauer vor Ort oder mehr sogar und davon fast alle aus Darmstadt so gefühlt. Also erstmal ein Schockzustand, dann Uwe Hesse, paar Minuten später schon zum Glück mit dem Ausgleich zum 1-1. Aber es war auch dann klar, als man mitgekriegt hat, Stuttgarter Kickers gehen 2-0 in Führung. Wir liegen jetzt sogar noch ein Tor weiter hinten. Und wenn wir das Ding hier nicht gewinnen, dann können die das am letzten Spieltag nach Hause schaukeln. Und dann haben wir da nichts mehr zu melden in Richtung Aufstieg. Und dann kam die 88. Minute war es. 87, so steht hier. Egal. Kurz vor Schluss auf jeden Fall. Und Yannick Stark tritt auf den Plan. Und erzielt das 2-1 für die Lilien und damit sind wir wieder 2 Tore vorne und damit war alles durch. Dieser Jubel von Yannick Stark, wie der da wirklich über beide Ohren strahlend über den Sportplatz rennt, gefeiert von den tausenden Darmstädter Fans. Man muss dazu sagen, Yannick Stark, auch ein Spieler, der in Darmstadt groß geworden ist, in Darmstadt zur Schule gegangen ist, dann bei den Lilien gespielt hat, da sich nie so ganz richtig hat durchsetzen können. Immer wieder haben Trainer, dann Fanliebling, Trainer haben immer wieder versucht, dann einzubinden, dann war er ausgeliehen an FSV Frankfurt, dann kam er wieder, dann war er bei 68 München, dann kam er zurück nach Darmstadt, hat sich wieder nicht so richtig durchsetzen können. Dann ging er jetzt wieder zum FSV Frankfurt zurück, dann kam er wieder nach Darmstadt, in der Folge jetzt, ne? Also nach diesen 2011er Spielen. Dann war er bei Dynamo Dresden 2 Jahre und jetzt heute spielt er in der Türkei bei Manisa Büyükşehir Belediyespor. Das musste ich nachgucken, das wusste ich auch nicht auswendig. Grüße dahin, falls er zuschaut. Aber das war sein Spiel. Das war das Spiel des Yannick Stark und das war vor allem das Tor des Yannick Stark. Weil dieses Tor zum 2-1 und damit auch zum Sieg, der hat es dann Darmstadt ermöglicht, am letzten Spieltag auch zu Hause klar 4-0 gegen Memmingen zu gewinnen, die Tabellenführung vor den Stuttgarter Kickers zu verteidigen, die das letzte Spiel auch gewonnen hatten, gegen Worms übrigens. Nicht gerade das unentschieden gespielt gegen Worms. 1-1 war das, glaube ich, sogar. Da war es klar, weil Darmstadt hat dann auch zügig geführt und dann war klar, dass es reicht. Das war das Spiel, in dem dann Darmstadt aufgestiegen ist in die dritte Liga, die wir seither dann auch nicht mehr unterbieten sollten. Und dann ging es in der dritten Liga dann ein paar Jahre später unter Dirk Schuster hoch in die zweite Liga und in die erste Liga. Und der Rest ist, denke ich, weitläufig bekannt. Aber das war vielleicht so das Schlüsselspiel für den jetzigen Erfolg der letzten Jahre.
dieser Aufstieg in Worms denn und dann die Vorbereitung zum Aufstieg in Worms. Denn wer weiß, ob wir sonst aus dieser Liga, ich sag mal ganz böse, jemals wieder rausgekommen wären. Das ist ja nun mal das leidige Thema in den Regionalligen, das kennen wir alle. Wenn du da einmal drin steckst mit den Aufstiegsmodi, musst du halt erstmal irgendwie hochkommen. Damals gab es noch keine Playoff-Spiele, da war der Meister dann direkt aufstiegsberechtigt und das war unser großes Glück, denn das hat uns dann hochgebracht. In Liga 3, wie gesagt, das war dann der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Aber der Schlüssel lag in diesem Spiel in Worms. Deswegen wollte ich das heute mal kurz würdigen. Es ist jetzt doch noch etwas länger geworden, die Erzählung. Jannik Stark, Grüße bitte, wer ihn kennt. Wenn ihn jemand noch kennt, übrigens, schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr damit was verbindet mit dem. Vielleicht kennt sogar jemand persönlich. Ich nicht, habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber mein kleinen Worms hat man ja dann gesehen hinterher nach dem Spiel da am Zaun beim Jubeln und so. Aber wir haben jetzt nicht persönlich geredet miteinander. Wie auch immer. Ihm alles Gute in der Türkei, euch alles Gute, wo ihr mich gerade auch immer seht. Morgen sind wir wieder da mit Frühsport und ich hoffe, dass ich bis dahin ja mein System wieder am Laufen habe und dann geht alles wieder seinen geregelten Gang. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Sport, Samstag und viel Spaß beim Gucken. Ciao.